Grünen zur Spitzenkandidatur, dann zum Thema Eurokrise und letztlich zur Rentenpolitik. Zum Punkt 1, die Grünen haben ihre Personalfragen geklärt. Fest steht nun, dass SPD und Grüne gemeinsam im Wahlkampf auf Personal setzen, das auf das Engste mit der Agenda 2010 verbunden ist. Die Troika Steinbrück, Trittin, Göring-Eckardt war bis 2005, Steinbrück sogar bis 2009, maßgeblich daran beteiligt, Löhne, Renten und Sozialleistungen zu kürzen. Es gibt also keinen Grund, den Versprechungen, den bisherigen Versprechungen dieser Troika zu glauben. Ein weiterer Grund zum Misstrauen ist in der Tat auch die Frage, ob Rot-Grün, ob Schwarz-Grün für die Grünen eine Option ist. Ausgeschlossen ist das bisher nicht. Man weiß also nicht, ob die Grünen in der Tat Angela Merkel ablösen wollen oder ob sie sich vielleicht auch damit begnügen, Katrin Göring-Eckardt zur Vizekanzlerin zu machen. In wichtigen inhaltlichen Fragen weiß man bis jetzt nicht, wofür die Grünen stehen. Wir haben unsere Maßstäbe für einen Politikwechsel definiert: Mindestlohn, Mindestsicherung, Mindestrente, die Ostrentenanpassung und eine couragierte Reichtumsbesteuerung. Daran machen wir einen Politikwechsel fest. Zur sozialen Frage ist von den Grünen bisher wenig zu hören. Das Programm reduziert sich auf Energiewende für Besserverdienende. Insofern liegt es auf der Hand, dass die Grünen in der Tat problemlos auch die FDP ersetzen könnten. Für uns bleibt es dabei, dass wir in diesen Wahlkampf mit einem offensiven und realisierbaren Reformpaket gehen wollen. Wir wollen nicht nur einen Regierungswechsel, sondern einen Politikwechsel erreichen. Zum Thema Eurokrise: Im griechischen Parlament ist in der vergangenen Nacht über den neuen Haushalt abgestimmt worden, der Voraussetzung sein soll für weitere finanzielle Hilfen. Vor dem griechischen Parlament haben Tausende wieder protestiert gegen den Sparkurs der Regierung. Unsere Solidarität als Linke gilt genau diesen Menschen, die auch gegen die neuerlichen Sparmaßnahmen demonstriert haben. Ich habe an dieser Stelle mehrfach auf die Belastungen für die griechische Bevölkerung hingewiesen, auf die unsozialen Auswirkungen der Sparpolitik, auf Armut und auch Hunger, der sich in Griechenland ausbreitet. Und auch beim aktuellen Sparhaushalt liegt sehr schnell auf der Hand, wer die Lasten zu tragen hat. Von den 9,4 Milliarden Euro, über die wir dort reden, gehen allein 7,6 Milliarden Euro zu Lasten von Gehältern und Renten. Aus Sicht der Linken ist es dringend notwendig, für einen Schuldenschnitt zu sorgen in Verbindung mit der drastischen Besteuerung von Reichtum und einer europaweiten Vermögensabgabe. Anders ist die Situation in Griechenland und den anderen Krisenstaaten aus unserer Sicht nicht zu bewältigen. Kanzlerin Merkel ist in Sachen Krisenbewältigung heute nach Portugal abgereist. Mit offenen Armen wird sie dort sicherlich nicht empfangen werden. Im Vorfeld ihrer Reise hat sie die Sparpläne der portugiesischen Regierung, die vergleichbar sind mit denen in Griechenland, gelobt. Auch dort läuft es darauf hinaus, Banken zu retten, anstatt die Bevölkerung vor sozialem Abstieg zu sichern. Die Linke zeigt ihre Solidarität mit den von den Sparmaßnahmen betroffenen Menschen überall in Europa, indem wir den europaweiten Aktionstag des Europäischen Gewerkschaftsbundes am 14. November auch in der Bundesrepublik mit Aktionen unterstützen. Letztlich zum Thema Rentenpolitik. Die Ankündigung der Koalition, Partnereinkommen bei der sogenannten Lebensleistungsrente mit heranzuziehen, ist nichts anderes als ein Neuaufguss von Hartz IV. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Deutsche Rentenversicherung warnen vor der geplanten Anrechnung des Partnereinkommens bei der Aufstockung der Minirenten für Geringverdiener. Die Rentenversicherung müsste sämtliche Einkommensdaten der Versicherten und ihrer Partner prüfen. Die Schnüffelei in der Privatsphäre von Menschen, die meist ein Leben lang hart gearbeitet haben für ihre Rente und nun politisch gewollt im Alter
in Armut leben müssen, ist nicht zu akzeptieren. Man muss feststellen, dass die Sanktionspolitik im Alter und besonders bei armen Menschen systematisch fortgesetzt wird. Diese Politik soll armutsfeste Rentenbezüge verhindern. Die Linke wirbt weiter für eine armutsfeste Mindestrente. Wer das ebenso will, muss verhindern, dass Menschen vorzeitig aufs Abstellgleis geschoben werden. Und wer dafür sorgen will, dass sie im Alter frei von Armut leben können, muss jene Regeln abschaffen, die genau dafür sorgen. So muss die Rente mit 67 zurückgenommen werden. Das Rentenniveau muss stabilisiert und letztlich wieder erhöht werden. Herzlichen Dank.